So, was geht ab, Leute? So, okay, und so, willkommen zum kleinen Commentary. Im Hintergrund seht ihr ein richtig geiles Gameplay, finde ich. Ein 145 Nuklear Gameplay auf der Map Nuketown. Weil mit dem da spielt. Eigentlich war das so 100.9 Liter, aber ich werde nicht das ganze Gameplay nehmen, weil. Keine Ahnung, hat mir nicht gefallen, so, weil ich bin so oft gestorben. Ich glaube, ich bin 19 Mal gestorben oder so. Aber den Nuklear kann man richtig lassen, weil die hat richtig Bock gemacht zu spielen oder nicht. Und ja, ihr denkt so sicher, wieso heißt ich 70er Garter. Ja, dazu kommt noch ein anderes Video mit meinem Bruder, weil, aber da verrate ich noch nichts. Also ja, das ist mein neuer Account, also den, wo ich werde auf den eigentlich keinen annehmen, weil ich auf den eigentlich nur alleine spiele. Und ja. Eigentlich so, ich habe mit dem Public Soldier gespielt, er hat sich auch einen neuen Account gemacht, ich glaube er hieß Try Hard und aber auch, keine Ahnung, was ihn da, wieso er das gemacht hat. Und ja, eben da einfach mit schnelles Magazin und irgendwie heißt die Kacke. Schafft. Die Perks sind halt Standard gewesen, also. Wenn ich noch, steht noch mein Foto unten in der Beschreibung, könnt ihr euch angucken, ja, am Screenshot von der Klasse. Und ja, eigentlich zum Thema, was ich heute ansprechen wollte, ist MB2 Remake. Ihr kennt es sicher alle, MB2, MB2 bestes Game ever. Das wisst ihr sicher, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dass ich das Game einfach über alles lebe. Ich habe mit dem Game angefangen zu zocken. Ich weiß noch früher, man, das einzige Problem ist bei dem Game Tuber, Kommando, Sniper. Aber sonst ist es bei Game perfekt, es gibt nicht so eine harte Deck-Computation, die Gegner fallen um. Alles okay. Oh, sorry. Oh. Was los ist? Bin ich schon bei der 20er Anstieg. Und ja, das Spiel, ich würde es gerne remaken. Ich hätte dafür sogar 200 Euro hingeblättet oder so. Nee, nicht so viel, so 100 locker. Aber jetzt ist das Spiel einfach das beste Game ever. Einfach Tuba weg, vom Kommando ein bisschen runterpatchen vielleicht oder so. Und das ist nicht so stark ist, so wie in Black Ops 2, dass man nicht messern kann. Und dann, ja, vielleicht noch ein paar neue Killstreaks, ein paar neue Maps und das war's eigentlich, eine neue Waffe oder so. Und dann wäre das Game perfekt, Alter, ich schwör's euch, Tag und Nacht gesucht, der Deck aufs Werfen, Ding, ich weiß eh, dass Ghost kacke wird, aber kann man nichts machen. Weil Ghost für den, eigentlich, was ich mir Ghost wünschen würde, dass es nicht so einen Server gibt, aber das wird eh nicht bei CD geben, hier ist vielleicht die Nuklear vorbei, aber ich lasse noch ein bisschen das Gameplay laufen. Dass die Leg-Computation nicht so weg wäre, Server, so Leg-Computation, so die gleiche Engine wie in MB2, einfach so ein Spiel wie MB2 machen, wie man das heißt eigentlich. Und ja Leute, dann bis zum nächsten Commentary oder so und ja, tschaußen.